Willkommen beim Test des Apple iPhone 5S. Das ist mittlerweile die 7. Generation an Apple-Produkten, das ihr in eure Hosentasche packen könnt. Das iPad ist ja eigentlich auch ein Erfolgsrezept von Apple geworden und wir sind gespannt, was als nächstes kommt. Denn mit diesem neuen iPhone wurde am Design nicht groß was geändert im Vergleich zu dem alten, aber Innovation steckt hier trotzdem drin, denn wir haben zum Beispiel einen neuen Chip mit integriert, nicht nur den neuen A7 Prozessor. Entsprechend deswegen wissen wir auch, dass die 7. Generation ist nicht nur ein iOS 7 mit 64-Bit Architektur, sondern auch der M7 Motion Prozessor ist hier mit dabei. Heißt, ihr könnt das auch zum Tracken eurer Bewegung hier verwenden. Natürlich haben wir auch den Fingerprint Reader, den wir euch gleich demonstrieren werden. Und es ist mit 112 Gramm nicht schwerer geworden wie das alte, das ihr hier nochmal sehen könnt. Ich habe sie beide in Silber. Dann können wir sie auch wunderbar vergleichen. Aber im Vergleich zu dem 5C, was ich hier auch habe in einer schicken Hülle gerade, ist es 20 Gramm schwerer mit 112 Gramm, das hier wie gesagt. 7,6 mm hat sich auch nichts verändert und auch die Höhe und Breite mit 123 und 58 hat sich nicht verändert. Die neue Farbe Gold haben wir euch auch schon gezeigt, aber das Silberne finden wir eins der schönsten. Gold wird sich aber auch ganz gut verkaufen, wobei das gerade auch Mangelware ist. Wie ihr sehen könnt, ich gehe hier schon ein bisschen um das Gerät rum. Auch wenn sie nicht groß was verändert hat, seht ihr, dass wir hier einmal einen Pin brauchen, um die SIM rauszunehmen. Nano-SIM wird immer noch benötigt hier. Dann haben wir an der Unterseite den Lightning-Anschluss, den Kopfhöreranschluss. Hier sind Mikrofon und Lautsprecher drin, beide sehr gut. Dann haben wir Lautstärke-Regler. Hier können wir an- und ausschalten, ob wir das Ganze im Silent-Modus oder nicht benutzen wollen. Oder Display Rotation Lock können wir da auch einstellen und der An- und Ausschalter ist gleich hier oben, aber ihr könnt natürlich auch mit dem Knopf unten das Gerät immer auch schön aufwecken. Auf der Rückseite weiterhin das Apple-Logo, Dual-Blitz, wie ihr sehen könnt, die haben verschiedene Farben. Der untere ist ein bisschen orangelich und der obere eher grünlich. Damit kann man entsprechend bei jedem Lichtverhältnis den perfekten Blitz benutzen. Hier ist noch ein Mikrofon neben der Kamera für Conference-Calls und Noise-Reduction und natürlich die gute Kamera, die EyeSight-Kamera, die nochmal verbessert worden ist. An der Vorderseite haben wir immer noch ein 4 Zoll Display mit 1136x640 Pixel Auflösung. Die 326 ppi, also Pixel per Inch, haben sich nicht verändert, also ist weiterhin Retina. Die Rückseite 8 Megapixel Kamera ist ein bisschen besser geworden im Vergleich zum Vorgänger. Wir haben eine f2,2 Blende mittlerweile und ein 1,5 μ Pixel, heißt es ist noch ein bisschen besser als eine normale 8-Megapixel-Kamera, was ihr auch gleich sehen werdet, denn sie schaut wirklich gut aus. Full-HD-Videos können wir auf dem 30 Bilder pro Sekunde, aber auch Zeitlupe mit 120 Bildern sind möglich. 1,2 Megapixel sind vorne und 720p-Videos können aufgenommen werden mit FaceTime. Und dann natürlich als normales Video. Und in der Verpackung haben wir das Übliche drin. Ich kann es noch mal kurz zeigen, wenn ihr das Unboxing-Video nicht gesehen habt. Außer einem kleinen Handbuch und einem Security-Pin, damit ihr auch die ganze Sache hier rausziehen könnt, die entsprechende SIM einlegen, haben wir hier die guten Kopfhörer mit dabei. Dann entsprechend das Ladegerät und ein Lightning-Kabel. Dank Lightning haben wir den neuen Standard hier auch mit verbaut, also auch an der Form hat sich nichts geändert. Das heißt, wir können Standardhüllen zum Beispiel weiterhin verwenden und Accessories. Das ist die offizielle Hülle, die ich nochmal gleich zeigen werde. Wir haben hier so ein paar Ladehüllen, die aber auch weiterhin kompatibel sind, oder so schicke Swarovski-Strasssteinhüllen sollten auch weiterhin benutzbar sein. Genauso hier zum Beispiel nur im London-Design, aber hier die offiziellen Hüllen von Apple schauen auch ganz gut aus, wie ihr sehen könnt, im Braun zum Beispiel mit einem Echtleder hier drinnen, sehr weich und angenehm. Aber genug zum Zubehör und zur Hardware und alles. Wie fühlt sich das Gerät an im alltäglichen Gebrauch? Als allererstes natürlich werde ich es unlocken, indem ich einfach den Knopf hier drücke, gedrückt halte und dann sind wir auch schon eigentlich relativ schnell im System drin. Das kann ich jetzt nochmal demonstrieren, das funktioniert nicht immer. Wie ihr sehen könnt, das geht hier dann ganz gut mit dem Unlocken, also man muss dann nicht unbedingt die Nummer eingeben, aber auch die können wir eingeben zum Unlocken, wenn wir gerade keine Lust haben, das Ganze hier zu verwenden. Ich habe jetzt einfach mal viermal die 1 hier benutzt, damit es auch an Kollegen mal schön weitergeben kann, damit sie es auch verwenden. iOS 7 haben vielleicht schon viele von euch auf dem Handy, wird ja mal gleich ein paar Mal Millionen Mal runtergeladen am ersten Tag, zwei Tage bevor das Gerät auf den Markt gekommen ist. Konnte man sich ja auch auf schon das alte runterladen. Ich habe es hier noch nicht gemacht, also im Vergleich zu iOS 6 würde das Ganze dann so aussehen. Ich kriege hier natürlich immer Nachrichten. Ja, wie ihr sehen könnt, ein dicker Unterschied, natürlich Hintergrund
Habe ich jetzt hier auch einen Standard eigentlich verwendet und man kann hier auch viele verschiedene Farben im Hintergrund einstellen und auch die Icons können sich entsprechend mitbewegen, wenn man so will, oder der Hintergrund, wenn man das Gerät bewegt. Das ist dann diesen Motion-Sensor ja ganz einfach möglich. Ich gehe jetzt einfach mal hier in die Einstellungen und weil das ein deutsches Testvideo ist, stelle ich jetzt auch kurz mal einfach die Sprache auf Deutsch um. Das habt ihr, glaube ich, lieber. Geht ja relativ schnell. Und dann gehen wir durchs deutsche Menü. Ich benutze immer gerne auf Englisch, weil es da mehr Support auf Webseiten gibt. Derweil kann ich ein bisschen was zur Akkulaufzeit erzählen. Ein bisschen schlechter finde ich jetzt eigentlich die Akkulaufzeit, wie jetzt zum Beispiel bei meinem iPhone 5. Aber am besten war es dann natürlich bei dem iPhone 4 damals noch. Das 4S hat ja auch schon an Laufzeit ein bisschen abgenommen. So, jetzt ist alles deutsch, wie ihr sehen könnt. Ihr merkt auch, ich habe bis auf Chrome eigentlich keine weiteren Apps installiert. Das war von mir Absicht. Wie ihr sehen könnt, es gibt hier einmal diesen schönen Kompass, den ich jetzt hier zum Beispiel verwenden kann oder könnte. Ich muss ihn noch zuerst mal kalibrieren. Da muss ich das Gerät einmal so neigen und dann haben wir hier auch schon wirklich die Möglichkeit, Neigung und wirklich den Kompass zu verwenden. Schon ein bisschen schicker aus wie bei der alten Version. Ich kann hier auch zum Beispiel das Ganze weiterhin auch zum Beispiel dafür verwenden, dass ich hier die Neigung von meinem Tisch hier messe. Wie ihr sehen könnt, das ist ein bisschen zum Beispiel schief hier. Also würde die Suppe zum Beispiel hier ein bisschen von meinem Tisch hier runter kullern. Es müsste entsprechend hier ein bisschen was ausgebessert werden. Genauso können wir das auch so hier messen. Also wenn ich das entsprechend hier auf 0 einstellen kann oder Enden hier auflegen würde, dann kann man es auch so entsprechend ganz gut messen. Also es ist eine der lustigen Apps, die man hier neu mit dabei hat. Eines der wichtigsten Funktionen ist wahrscheinlich die Kamera, die ihr jetzt habt, die ihr verwenden könnt, mit vielen praktischen Formaten, zum Beispiel Quadrat für Instagram ganz praktisch. Auch hier könnt ihr gleich so Farbpaletten auswählen. Ich kann jetzt sagen, ich will Transferfarben haben und dann ist alles ein bisschen so gelblicher. Oder ich will alles eher in Chrom haben. Schaut auch eigentlich ganz geil aus. Wirklich echt ohne realistische Farben, vor allem bei den Drinks da hinten. Oder ich lasse einfach mal keine, das ist in der Mitte. Ich kann auch weiterhin Panoramabilder aufnehmen. Geht ganz einfach. Einfach so durchswipen. Also einmal so durchgehen und man wird auch ein bisschen geleitet und dann kann man wirklich ein Panoramabild aufnehmen. Relativ groß. Oder wir gehen hier ganz nach links und kommen auf Video. Videos weiterhin Full HD, wie gesagt. Aber man kann auch, ups, jetzt habe ich glaube ich ein Video angefangen aufzunehmen, sagen, ich will ein Slow-Motion-Video aufnehmen. Und das können wir jetzt gleich mal machen. 120 Frames per Second sind nicht so viel. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine Hülle nehmen. Ich drücke mal hier auf Record, das so auf den Bo hinschmeißen. Und dann können wir es uns in Slow-Motion anschauen, dass das hier relativ langsam oder langsam mehr gefallen ist, aber eigentlich nicht wirklich. So langsam, ich kann hier auch einstellen, wirklich wie schnell diese Geschwindigkeit hier sein soll. Aber das Lustige ist, wie ihr sehen könnt, ich kann hier auch durch das Video durchgehen und hier wirklich tatsächlich jeden einzelnen Moment anschauen und hier durch die Bilder gehen. Und das ist dann doch Slow Motion, wie man sich es vorstellen würde. So, ich kann hier auch einfach meine Aufnahmen gehen und hier seht ihr, das ist alles, was ich bisher aufgenommen habe. Hier wird mir einfach alles angezeigt in einer Liste, aber wenn ich in die Fotos direkt reingehe, dann können wir hier auch entsprechend die Wochentage anschauen. Today, Monday, Sunday, Saturday. Und ich kann auch sagen, ich will in die Sammlung zurück, dann können wir hier sehen September oder wir haben den Oktober mittlerweile auch. Ich kann auch iCloud und meine verschiedenen Alben hier direkt anschauen. Also Videos können auch hier separat betrachtet werden. Eigentlich ganz schön. Und ja, hier habe ich zum Beispiel ein paar iPhones, die ich hier gekauft hatte, in Bildern. Dann können wir auch entsprechend ein bisschen ranzoomen und uns die Qualität anschauen. Denn ich habe das natürlich mit der Kamera hier aufgenommen. Schaut eigentlich ganz gut aus. Farben sind ein bisschen ausgewaschen, aber das Lichtverhältnis war ja nicht ideal. Ich kann jetzt hier nochmal einen Kuchen anschauen. Leckerer Bananenkuchen hat ein Kumpel von mir gemacht. Auch eigentlich ein sehr gutes Bild. Schaut sehr lecker aus. Und ja, hier oder von meinem Kollegen hier bei Tech 2, die haben auch hier ein schönes Bild gemacht. Was ihr ein bisschen merkt, ist, mich stört, dass hier oben diese Aufnahmen bearbeiten und so nicht verschwinden. Könnte ein bisschen besser gelöst sein, wenn ich es jetzt natürlich drehe, ist ein bisschen praktisch, aber trotzdem, die Menüs könnten ruhig verschwinden, während ich hier mir Bilder anschaue, damit noch mehr Platz verwendet werden kann. Denn so ist es ein bisschen
Unpraktisch, was ich natürlich noch zeigen will, ist zum Beispiel Lowlight-Videoaufnahmen. Sind eigentlich auch sehr gut geworden, fand ich. Alles ist scharf. Die Kamera hat keine Fokusprobleme oder ähnliches, also der Fokus bleibt. Er probiert nicht auf verschiedene Sachen zu fokussieren. Ich habe auch den Zoom etwas ausprobiert. Das Video ist übrigens in Full HD natürlich auf unserem Channel verfügbar. Da könnt ihr es nochmal anschauen in einer bisschen schöneren Qualität. Der Zoom ist nicht ganz so groß, wie ihr gemerkt habt, aber eigentlich genug, denn das ist ja eh nur ein digitaler Zoom bei 8 Megapixeln. Völlig überflüssig. Jetzt natürlich keine 41-Megapixel-Kamera wie bei Nokia zum Beispiel, aber trotzdem eigentlich völlig genug. Also so viel zu den Kameramachenschaften, die es hier gibt. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt das Video hier habe und das auf Share drücke, kannst du jetzt nicht nur Diashow und Airplay auswählen, sondern noch verschiedene Apps, wie bisher auch. Bei YouTube hatte ich allerdings das Problem, dass ich hier, wo ich Veröffentlichen gedrückt hatte, oben dann das immer hängen geblieben ist. Aber ich denke mal, mit den neueren Updates, es gibt ja mittlerweile 7.03 langsam, sollte das auch kein Problem sein. Und ihr seht, ich kann hier oben auch verschiedene Dinge auf einmal auswählen, also auch mehrere Sachen zum Beispiel per E-Mail hier direkt verschicken und muss dann nicht alles einzeln reinziehen, was natürlich auch sehr praktisch ist. Und man kann hier auch einzeln wirklich durchgehen. So, jetzt drücke ich mal abbrechen. Und das war es wirklich hier mit den Fotofunktionen. Jetzt zeige ich euch nochmal Siri ganz kurz. Da haben wir jetzt nämlich auch eine Männerstimme. So kann ich zum Beispiel auch das suchen, dass ich einfach nach Fotos suchen will, zum Beispiel im Web. Ich muss dafür nicht mehr alles separat machen. Eigentlich ganz praktisch. Er hört mir gerade auch schon zu, was ein bisschen unpraktisch ist, weil der jetzt gerade auf Englisch gestellt ist. Show me pictures of the Huffington Post. So könnt ihr zum Beispiel dann gleich hier Bilder anschauen von der Huffington Post. Ihr müsst nicht nur Huffington Post suchen oder und dann auf Bildersuche wechseln. Hier ist auch das neue Bing-Logo. Was wir dann auch noch anschauen können, sind natürlich bisherige Dinge wie bisher auch, dass wir Weather in Munich uns anschauen können zum Beispiel. Jetzt hat mich falsch verstanden. Better in Munich statt Weather. Weather in Munich. Ja, vorhin hat es eigentlich ganz gut geklappt. Weather in Munich. Ja, vielleicht bin ich gerade etwas eingerostet im Englisch. Ich kann hier mal weiter hochgehen, wobei, naja. Wetter in Munich. Vielleicht kann ich ja Deutsch. Dann doch. Wenn ihr mich schlecht versteht, dann dauert es natürlich immer etwas länger, aber ihr kennt ja Siri wahrscheinlich schon. Ich habe es noch nie verwendet auf meinem iPhone, obwohl ich schon seit einem Jahr habe, das 5er. Aber naja, es funktioniert auf jeden Fall meistens recht gut. Was ich jetzt aber positiv finde, ist, dass ihr nicht nur eine Männer-, sondern auch eine Frauenstimme einstellen könnt. Beziehungsweise umgekehrt, bis jetzt konnte man eigentlich ja nur Frauenstimme benutzen. Jetzt gibt es auch männlich, eigentlich ganz praktisch. Und es gibt hier immer noch viele verschiedene Länder. Die könnt ihr auch auf Deutsch benutzen, aber ich bin meistens eher für Englisch. Und es gibt auch die Funktion, dass zum Sprechen man es einfach zum Ohr hochheben muss und dann kann man gleich einen Siri-Befehl sagen. Auch ganz praktisch. Aber ansonsten eins der wichtigsten Funktionen hier nochmal das mit dem Finger. Ihr könnt nämlich nicht nur einen Finger eingeben, Fingerabdrücke, wie ihr sehen könnt, einen Finger. Ich kann auch sagen, ich will meinen linken Daumen auch dazu haben. Dazu muss ich einfach meinen Finger hier hinlegen, ein bisschen öfter hier auflegen, damit der verschiedene Bilder von meinem Finger machen kann. Genau. Und dann am Ende haben wir hier einen schönen Finger, der dann auch verwendet werden kann. Wie ihr seht, nicht ganz so einfach. Man muss den Finger nämlich ein bisschen bewegen und verschiedene Orte hier vom Finger hier einlesen lassen. Und teilweise fehlen ihm dann doch noch Pünktchen, die er gerne hätte, aber die findet er dann nicht. Und jetzt kann ich nochmal auch außenrum hier meine Fingerkuppen ein bisschen, falls man nicht mal die ganzen Finger hier drauflegt, einlesen lassen, was ganz praktisch ist, wenn man dann entsprechend mal falsch draufkommt, wie ihr es vorhin zum Beispiel gesehen habt, erfolgreich. Und jetzt kann ich das Ganze hier locken, anlocken, einfach mit dem Finger oder auch mit dem Finger. Und das gibt es, glaube ich, mit bis zu 8 oder 10 Fingern, dass ihr das machen könnt. Also eigentlich ganz praktisch. So in den Einstellungen, aber ansonsten haben wir hier viele andere Sachen.
die mir ja ein bisschen unübersichtlicher erscheinen wie vorher, weil es ist vereinfacht worden. Vereinfachung klingt meistens gut, aber ich finde es nicht ganz so gut, dass ihr eigentlich teilweise wenig Optionen habt. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel im direkten Vergleich eigentlich alles. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen so nach unten. Das wäre jetzt hier der iCloud-Bereich, Safari, Kompass und so, iTunes, App Store, Books. Jetzt haben wir Game Center hier mittlerweile auch. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen extra Programme, ja, was ich hier zum Beispiel drin habe. Gut, und was ich gar nicht schön finde, ist, dass hier beim mobilen Netz, Carrier, nein, ich weiß gar nicht, wo das hier ging. Ich glaube, General und dann Cellular. Genau, mobilen Netz hatte ich bisher jetzt hier die Möglichkeit, wenn ich Daten anmache, einfach Daten anzumachen. Wenn ich hier Daten anmache, dann habe ich wirklich nur Daten und ich kann noch sagen, ich will Roaming haben oder nicht Roaming haben. Und hier habe ich noch die Möglichkeit, 2G oder 3G, beziehungsweise 4G, weil das geht natürlich auch, verwenden zu wollen und damit Strom zu sparen. Das geht hier gar nicht mehr. Finde ich sehr schade und hätte ich gerne trotzdem gerne wieder, weil 2G toll ist für einfach E-Mailen und WhatsAppen und dabei wenig Strom verbrauchen. So, was haben wir hier noch für Optionen? Wir können nicht mehr nach links gehen, um zu suchen, aber wir können das Ganze hier von oben runterziehen. Und dann seht ihr hier zum Beispiel Kalendereinträge, App Store-Geschichten und weiteres. Oder ihr zieht es von unten nach oben und dann könnt ihr sofort hier eure Musik ändern. Ich habe jetzt keine Musik drin. Oder doch? Habe ich vielleicht doch sogar Musik drin? Ja, nur ein Song. Aber ihr seht, ihr braucht nicht bei iTunes oder sowas aufmachen, ganz praktisch. Jetzt hört ihr auch ein bisschen den Lautsprecher, hört sich auch gut an. Oh, hier können wir die Bildschirmhelligkeit ändern. Die ist übrigens auch bei Sonne bombastisch gut abzulesen. Immer noch eins der besten Displays hier bei Apple. Und was wir dann natürlich auch haben, sind die sofortigen Funktionen wie Flugmodus, Wi-Fi, Bluetooth, Nachtmodus könnt ihr auch jeden Tag separat einstellen, sehr praktisch. Und Display Rotation Lock auch hier direkt verfügbar. Auch Taschenrechner, auch sofort da vorhanden, finde ich auch sehr gut. Und auch die Taschenlampe benutzt man ja auch ständig, auch sofort mit einem Handgriff gleich da. Das hier ist übrigens nur die Stoppuhr, aber hier könnt ihr auch sofort den Wecker einstellen. Also auch sehr praktisch und die Weltuhr hilft natürlich auch. Und die Kamera haben wir auch jederzeit zur Verfügung, wo ihr ja natürlich vorhin schon drin wart, aber die haben wir auch vom Lockscreen aus weiterhin. Hier unten könnt ihr einfach nach oben ziehen, ein bisschen weiter. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, Fotos zu schießen. Und die Kamera haben wir übrigens vorhin gar nicht umgedreht. Und hier seht ihr nochmal die Kameraqualität von der Frontkamera. Ein bisschen hier unten, wie ihr sehen könnt, könnte es besser sein. Also ist ein bisschen so verraschelt, aber ansonsten, naja. Noch ganz okay. Zum Entsperren einfach wie immer meinen Finger. Dann sind wir wieder in der Kamera drin. Und wenn wir hier rauskommen, wie ihr sehen könnt, haben wir die ganz normale Oberfläche wieder. Uhr, Karten, Zeitungskiosk und so brauche ich jetzt, glaube ich, nicht vorstellen. Die Wetter-App ist weiterhin die Yahoo-Wetter-App, die jetzt aber ein bisschen schöner geworden ist. Teilweise ein bisschen buggy, wenn ihr zum Beispiel offline seid. Probiert ihr trotzdem das Wetter neu zu laden, auch wenn ihr es schon vorgeladen hattet für die komplette Woche, was ich natürlich bescheuert finde, wenn man unterwegs ist, kann ich jetzt nicht im Flieger zum Beispiel schauen, wie ist das Wetter gleich, weil ich es eigentlich am Morgen vorher runtergeladen habe, weil er das Wetter immer refresht, wenn man die App aufmacht. Auch mal wieder da, nein, Dankeschön, Apple, ihr könnt mit der Innovation ruhig mal aufhören. Und dann haben wir hier weiter die Möglichkeit, das habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt, beziehungsweise schon mal erwähnt, glaube ich, im Hands-on, in Ordnern unendlich viele Apps abzulegen. Ich habe jetzt leider nicht so viele Apps hier drauf, dass ich jetzt voll machen könnte, aber hier unten erscheinen dann die Punkte, genauso wie ihr hier die Punkte habt und ihr könnt wirklich unendlich viele Seiten machen mit Apps und habt nicht mehr die Limitierung auf eine bestimmte Anzahl. Sprachmemos kennt ihr ja, alles eigentlich nur von der Optik ein bisschen verändert worden hier. Und Safari hat jetzt natürlich auch neue Icons und unter YouTube kann ich zum Beispiel hier auch, weiß gar nicht, jetzt auch mal Musik hören oder könnte Musik hören, wenn es nicht immer diese GEMA-Probleme gäbe. Jetzt hat auch in High Quality, also in HD und die verschiedenen Icons, seht ihr hier, das schaut auch ganz gut aus. Ich habe hier auch mal ein DHL-Päckchen vorbereitet, kann ich auch schließen. Fertig. Ich kann sagen Bookmarks. Dann wieder fertig und natürlich Sharing auch wie immer kein Problem. Leseleiste, Homescreen, Kopieren, Drucken, alles mit dabei. Hier ist das ganze Drehe.
passiert nicht viel, weil wir natürlich nicht in der YouTube-App drin sind, sondern im Browser. Aber wenn ich auf Fullscreen-Info drücke, was bestimmt funktionieren sollte, könnte irgendwie, sollte das dann auch irgendwie klappen. Ich bin im WLAN drin, aber wie ihr merkt, das funktioniert nicht ideal. Aber der Browser ist hier immerhin schlau genug, dass dann die Sachen hier verschwinden oben und unten. Wenn man anfängt nach unten zu scrollen, nach oben scrollen, heißt dann immer, dass man hier wieder neue Adresse eingeben kann. Und ich habe die Tastatur noch gar nicht gezeigt. Die ist eigentlich auch sehr schick geworden und angenehm im Gebrauch. Und ihr seht hier, wir haben auch verschiedene Seiten, die man dann sofort besuchen könnte, wo ich auch zum Beispiel TechHive dazufügen kann. Ich probiere jetzt mal hier Spracheingabe. techhive.de. Jetzt bin ich mal gespannt, was er hier mir findet oder ob er mich überhaupt verstanden hat. Aber scheint wohl nicht so zu sein. Aber ihr merkt, ansonsten funktioniert das wunderbar. Ich kann auch hier private Seiten besuchen, dass dann das Ganze nicht irgendwie nochmal nachverfolgbar ist, wo ich dann war. Ja, ansonsten kann ich euch gar nicht mehr viel zu dem neuen Betriebssystem sagen. Ich mache das jetzt einfach mal aus und dann können wir ein bisschen vergleichen. Wie gesagt, in der Größe nicht viel verändert. Natürlich der Knopf ist unten anders. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal gezeigt, dass dann hier auch das Logo bzw. die Schrift ein bisschen verändert worden ist und da die LED ist anders. Also wenn ihr schauen wollt im Vergleich von außen, müsst ihr euch einfach wirklich die Rückseite, die LED oder den Knopf entsprechend unten anschauen, damit ihr seht, was der Unterschied zwischen dem alten 5 und dem neuen 5S ist. Dann haben wir hier natürlich das 5C, auch nochmal im Vergleich. Vielleicht wollt ihr ja doch nicht den Fingerprint Reader haben, 100 Euro weniger ausgeben. Dafür kriegt ihr dann ein praktisches Plastikmodell in der gleichen Größe. Allerdings haben sie dann immer schwarze Front. Egal welche Farbe ihr kauft, so schaut man zwar von hinten aus, also hier auch nur eine LED. Und ansonsten Knöpfe eigentlich alle gleich, beziehungsweise eigentlich müsste ich so rum machen, geblieben, nur halt ein bisschen mehr Plastik. Wie schaut es aus mit Konkurrenzmodellen wie dem Samsung Galaxy S4 im Größenvergleich? Ja, hier könnt ihr es sehen, es ist auf jeden Fall kleiner, das iPhone. Macht Sinn, 5 Zoll gegen 4 Zoll gibt es einige Unterschiede, auch wenn wir es so nochmal anschauen oder in der Dicke sind sie dann doch ähnlich. LG G2, mein Favorit, 400 Euro mittlerweile langsam, wenn es dann in den Handel kommt, statt 500, 5,2 Zoll, relativ groß, aber ein bombastisch geniales Teil. Unseren Test dann auf jeden Fall auch dazu anschauen, wird vielleicht nicht ganz so lang, weil Android ja nicht so ausführlich vorzustellen ist wie iOS 7, aber wie ihr seht, auch in der Dicke recht ähnlich und 3200 mAh Akku sind einfach geil. Das hat noch kein Hersteller geschafft in der Größe. Und dann haben wir hier das Sony Xperia Z1, wasserdicht, noch ein bisschen größer, hat nur 5 Zoll und Full HD, aber wie gesagt, wasserdicht auch ohne Hülle. Haben wir gestern auf dem Oktoberfest auch benutzt, nicht mit Wasser, sondern mit Bier. Und ja, hier könnt ihr auch noch ein bisschen Größenvergleich sehen, auch eigentlich relativ ähnlich in der Dicke, aber in der Größe dann natürlich doch unterschiedlich und mehr Geräte will ich jetzt gar nicht zeigen. Das sind, glaube ich, die wichtigsten. Ich habe leider kein HTC One, aber das war es dann sozusagen mit dem Apple iPhone 5S Test. Ich hoffe, die Grundfunktion hat euch gefallen. Akkulaufzeit, wie gesagt, eigentlich ähnlich wie beim 5S. Bisschen schlechter, würde ich jetzt mal sagen, aber wenn die Animation ausmacht und die Helligkeit ein bisschen verändert und 2G kann man leider nicht benutzen, aber das Internet nicht ständig anhabt auf LTE, dann solltet ihr trotzdem Spaß damit haben und vielleicht am besten mit Vertrag kaufen, denn für 699 Euro als 16 GB Version ist es ein bisschen teuer, vor allem weil es in Amerika 550 Dollar als Prepaid-Gerät kostet, also umgerechnet 400 Euro, was dann doch eine Frechheit ist im Vergleich zu Deutschland. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren. Mein Name ist Balazs Gaal und das war's mit dem Apple iPhone 5S im kompletten Test.